Hey Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier und heute geht es um die vielleicht coolste Uhr der Welt. Viel Spaß! Wisst ihr, das Interessante an der Quarzkrise war eigentlich gar nicht die Krise selber. Da wissen wir, was passiert ist. Viel interessanter finde ich eigentlich das, was nach der Krise kam. Nämlich ein kompletter Umschwung, also eine Art Richtungswechsel der gesamten Uhrenindustrie der Schweiz. Von einer Richtung komplett in die andere Richtung. Und das ist das Faszinierende. Ihr müsst verstehen, Uhren waren früher keine Luxusgegenstände. Sie waren Alltagsmarken, wie heute zum Beispiel Apple oder Samsung oder LG. Die haben halt ein Produkt genommen und haben das perfektioniert für den Alltagsgebrauch. Natürlich, sie waren nicht günstig. Rolex oder Omega war nie günstig. Aber sie haben doch eine deutlich größere Einkommensschicht angesprochen als heute. Sie haben auch ein ganz anderes Motto gehabt als heute. Das waren halt hauptsächlich unkomplizierte Uhren. Und der Fokus war halt auf Präzision und Alltagstauglichkeit und so weiter. Also relativ rationale Werte. Versteht mich nicht falsch, selbstverständlich gab es auch Luxusmarken. Zum Beispiel Patek Philippe oder Audemars Piguet. Die haben sich durch etwas anderes abgehoben. Die haben sich dadurch abgehoben, dass sie zum Beispiel andere Materialien verwendet haben. Edelmetalle wie zum Beispiel Gelbgold oder Platin. Oder zum Beispiel auch sehr außergewöhnliche und besondere Komplikationen eingebaut haben. Zum Beispiel ewige Kalender oder Tourbillons. Nun plötzlich kam die Quarzkrise. Plötzlich waren günstige Quarzuhren aus Fernost da. Und die ganze Uhrenindustrie hatte ein riesen Problem. Erstens, die Alltagsmarken konnten nicht mehr bestehen, weil ihr Alleinstellungsmerkmal war hauptsächlich rational bedingt. Genauigkeit, Alltagstauglichkeit etc. etc. Darin waren Quarzuhren alle besser. Ganz ehrlich, eine Quarzuhr ist viel genauer als eine mechanische Uhr, günstiger, unkomplizierter. Du musst nicht so sehr auf sie aufpassen und wenn sie kaputt geht, kaufst du dir einfach eine neue. Somit waren die Alltagsmarken aus dem Rennen. Und die Luxusmarken hatten auch ein Problem. Weil diese ganzen Komplikationen wie ewiger Kalender, Minutenrepetition, Jahreskalender, Chronograph, die waren alle nicht mehr zu gebrauchen. Weil eine Quarzuhr hat immer das richtige Datum. Die kann immer die Zeit stoppen und erneut viel genauer als diese Luxusmarken. Das heißt, die haben auch ein Problem. Jetzt hat die gesamte Schweizer Uhrenindustrie, sowohl günstig als auch mega teuer, ein Riesenproblem. Und Marken wie jetzt zum Beispiel Omega haben alles gesetzt, um immer noch rational an der Spitze zu sein. Sie sind auch auf Quarz umgestiegen. Haben halt immer damit geworben, dass sie noch genauer sind. Aber es hat einfach nicht wirklich funktioniert. Ihr wisst ja selber, Quarz-Omegas kauft heute keiner mehr. Ich meine, die gibt es auch nicht mehr, aber haben lange Zeit niemand mehr gekauft. Und Omega war wirklich kurz vorm Bankrott. Die Schweizer Uhrenindustrie aber war jetzt auch nicht unbedingt blöd. Die haben sich natürlich was Neues ausgedacht. Nämlich, wenn wir Quarzuhren nicht besiegen und selber nicht bessere und günstigere Quarzuhren bauen können, dann besinnen wir uns auf das, was wir bauen können. Und das sind mechanische Uhren. Und geben diesen mechanischen Uhren einen neuen Wert. Eine Art imaginären, intrinsischen Wert. So hat auch der junge Uhrendesigner Gerald Genter gedacht. Der interessanterweise Uhren und das ganze Konzept von Zeit gehasst hat. Der hat immer gesagt, für ihn als Künstler ist Zeit das Schlimmste, was es gibt, weil das schränkt ihn in seiner Freiheit ein. Na gut, der hätte nun für AP eine Uhr designen sollen, 1972. Und er hatte einen Tag Zeit. Einen Tag. Ist natürlich lächerlich kurz, wenn man bedenkt, wie lange manche Leute brauchen, um überhaupt aus dem Bett rauszukommen. Aber gut, er hat abgeliefert und rauskam die Royal Oak. Leute, die Uhr ist so unfassbar geil. Ich werde jetzt in dem Video auf die Stahlvariante eingehen. Ich habe hier die Roségold-Variante, aber es ist ja im Prinzip die gleiche Uhr. So, was hat die Royal Oak so radikal anders gemacht als jede andere Uhr vorher oder danach? Nun, die Royal Oak hat ein neues Segment begründet. Nämlich das Segment von Luxus-Sportuhren aus Stahl. Vorher gab es es nicht. Vorher waren Luxusuhren aus Gold. Am Lederband, so wie die Patek Calatrava zum Beispiel. Halt extrem, ja, altbacken. Und Gerald Genter hat einfach gesagt, okay, wir gehen jetzt einen radikal anderen Weg. Aber mit radikal meine ich so richtig radikal. Weg mit dem Lederband, weg mit schönen Rundungen, weg mit Eleganz. In dem Sinne, wir bauen jetzt etwas, was so richtig industrial ist, was ausschaut, als wäre es vom Fließband, was ausschaut, als wäre es frisch aus der Fräse gerade rausgekommen. Und das siehst du halt der Royal Oak an. Siehst halt das Uhrenäquivalent von dem damaligen Lamborghini Countach ungefähr. Sie war auch äußerst flach mit dem Automatikwerk 2120. Das ist übrigens ein Werk von Jaeger ursprünglich. Ist eines der dünnsten Automatikwerke der Welt. Mit einem Datum, zwei Zeiger, zwei, keine Sekunde. Das Ziffernblatt hat diese Tapisserie, nennt sich das. Das hat diese viereckigen Muster drinnen. Die sind mit einer uralten Maschine bei AP handgemacht. Und das Konzept von Gerald Genter war sozusagen, dass das Praktische aus der Uhr wegnehmen
und die Uhr als Designobjekt belassen. Bei der Royal Oak geht es nicht mehr um die Uhrzeit, es geht darum, dass du ein Statement am Arm trägst. Und genauso haben sie die Royal Oak auch vermarktet, weil das war nämlich auch revolutionär. Sie sagt, okay, wir haben hier eine Uhr, die ist aus Stahl. Der hat übrigens damals 10-mal mehr gekostet als eine Submariner von damals. Das ist so, wie wenn heute eine Royal Oak in Stahl zwischen 60.000 und 80.000 Euro kosten würde. Und sie haben es vermarktet mit, die Royal Oak ist für Leute, die so viel Geld haben, die es sich leisten können, die beste Uhr zu tragen, die exklusivste Uhr zu tragen, die schönste Uhr zu tragen, ohne darauf achten zu müssen, dass die nur aus Stahl ist. Der Preis, den du für diese Uhr zahlst, ist nicht, dass sie aus Gold ist, obwohl die halt jetzt aus Gold ist, aber darum geht's nicht. Der Preis, den du für eine Royal Oak bezahlst, ist nicht das Werk oder die Materialien, es ist das Design. Es ist die Arbeit, die in das Gehäuse und in das Band fließt. Es hat wirklich mehrere hundert Stunden Handarbeit, das Band so perfekt zu schleifen. Und auf diesen alten Werbungen standen so Sprüche wie, jeder kann eine goldene Uhr tragen, aber es braucht Stil, um eine Stahl-Royal Oak zu tragen. Und genau da hat's halt dann Klick gemacht. Genau das war der springende Punkt. Uhren waren jetzt nicht mehr einfach Alltagsgegenstände, um die Zeit anzuzeigen. Uhren waren mehr. Uhren hatten einen Wert, Uhren hatten ein Statement und Uhren haben einen Teil deiner Persönlichkeit wiedergespiegelt. Und genau das finde ich an der Royal Oak so unfassbar cool. Sie ist einfach so, heutzutage zumindest, so Understatement. Fast keiner, der sich nicht mit Uhren beschäftigt, weiß, was eine Royal Oak ist. Vor allem, wenn du sie in Stahl hast. Das könnte alles sein. Eine Daytona, eine Submariner erkennt jeder sofort, aber eine Royal Oak nicht. Und die Royal Oak hat halt viel mehr Stil. Und genau deswegen ist es halt eine meiner Lieblingsuhren und meiner Meinung nach eine der coolsten Uhren, die es am Markt momentan gibt. Das ist übrigens die Referenz 15202, die wurde damals Jumbo genannt und das ist heute immer noch sozusagen die Original Jumbo. Verwechselt es bitte nicht mit der Referenz 15300 oder 15400. Die haben alle Sekundenzeiger, das sind die etwas günstigeren Varianten sozusagen, die etwas, ja, Standardvarianten, die halt wahrscheinlich auch viel mehr Käufer haben werden. Aber das, Leute, das ist die originale 15202 Jumbo. So war sie ursprünglich gedacht von Gerald Genter und so ist sie auch umgesetzt worden. Es ist einfach ein Traum, was soll ich sagen. Ich habe eh schon mal ein Video gemacht zum Thema meine Grail Watches, meine Traumuhren, das seht ihr, wenn ihr oben aufs i klickt. Da ist halt die 15202 auf jeden Fall dabei, die ist für mich ganz weit oben auf der Liste. Abschließend geht es dann noch zum Coolheitsrating der Uhr. Also eine Royal Oak ist ohnehin schon mal ganz, ganz weit oben. Die 15202 ist nochmal deutlich weiter oben als jede andere AP. Also ich würde es mal trennen in 15202 in Stahl und 15202 in Gold. Also die goldene Variante bekommt von mir eine glatte 9 von 10. Es gibt wirklich wenig Uhren, die noch cooler sind als eine 15202 in Roségold. Und wenn du einfach die am Arm trägst, bist du der coolste im Raum, außer jemand hat halt noch irgendwie einen Nautilus in Roségold, wohingegen ich aber die 15202 Royal Oak noch schöner finde. Wenn wir aber von der 15202 in Stahl sprechen, bekommt ihr von mir eine glatte 10 von 10. Und das hat einfach den Grund, dass die Royal Oak, wie ich schon gesagt habe, eine der ikonischsten Uhren auf dieser Welt sind. In Stahl ist sie noch cooler als in Gold, finde ich. Es kommt nämlich auch dazu, dass die Goldene im Prinzip jeder haben kann, der gerade das Geld hat, weil die Goldene bekommt man relativ einfach. Die Stahl ist allerdings fast genauso teuer wie die Gold und noch seltener als die Gold. Und ich finde sie ehrlich gesagt ein Ticken schöner, sie ist, finde ich, alltagstauglicher, sie ist ein bisschen mehr Understatement als die goldene, logischerweise. Und deswegen bekommt die in Stahl von mir eine glatte 10 von 10. Nun gibt es natürlich auch einen Kumpel der Royal Oak, die Nautilus. Viele Leute sind der Meinung, die sehen sich sehr ähnlich oder es gibt halt eben diesen Krieg, diesen Kampf zwischen Royal Oak und Nautilus-Fans. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu klären. 1972 kam die Royal Oak, Design von Gerald Genter, innerhalb von einem Tag. 1974 kam die Nautilus, auch Design von Gerald Genter. Die Nautilus ist sozusagen die Weiterentwicklung des Designs, wohingegen die Royal Oak der Ursprung des Designs ist. Jetzt müsst ihr entscheiden, was wollt ihr lieber oder nicht. Die Royal Oak, die mit ihrem kantigen und unfertigen Design heraussticht, oder die Nautilus, die deutlich runder geschleckt ist, ein bisschen eleganter ist, zugegebenermaßen auch besser zu Patek passt, obwohl sie ja ursprünglich eine Damenuhr werden sollte. Lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne Likes da, Abos da, auch Feedback gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!